Kirchenmusik nach Luthers Texten, gesungen vom Magdeburger Kantatenchor in der großartigen Kulisse der Johanneskirche zu Magdeburg. Diese ist zwar kein geweihtes Gotteshaus mehr, aber vor 500 Jahren schon. Und damals soll Martin Luther hier gepredigt haben. So mitreißend, dass sich die versammelte Gemeinde damals spontan entschlossen hatte, dem Katholizismus zu entsagen und zu Gefolgsleuten Luthers zu werden. Grund genug, den säkularisierten Kirchenbau noch einmal zum Schauplatz eines Gottesdienstes zu machen. Zu einem ökumenischen übrigens, denn die nach 1517 vollzogene Kirchenspaltung, die auf dem deutschen Territorium im Dreißigjährigen Krieg gipfelte, kann heute zumindest so weit als überwunden angesehen werden, da auch die kriegerischen Handlungen zwischen Protestanten und Katholiken in Irland 1998 endeten. Das waren alles Gedanken, die mir so durch den Kopf gingen, als ich das von Luftballons umrahmte Lutherdenkmal vor der Kirche bewunderte. Denn lauter kleine Zettel flatterten im Wind, auf denen auf der einen Seite "Was bleibt?" geschrieben stand. Diese Frage bezog sich nämlich auf die Lutherdekade, ausgerufen 2008, mit der auf das runde Jubiläum hingearbeitet werden sollte. Also was bleibt, Ilka Issermann, in den vergangenen 2 Jahren in Magdeburg für Luther verantwortlich und Initiatorin dieser Luftballonaktion? Die Zettel, die da dranhängen, sind Impressionen, kleine Lichtblicke, Zitate, die aus den letzten 10 Jahren zusammengekommen sind. Gedanken von verschiedenen Theologen, Journalisten, Zitate von Luther, Bilder vom Kirchentag und anderen Events, um einfach mal sich nochmal zu erinnern, was passiert ist, was war, aber was auch für Ideen entstanden sind und welche Gedanken auch weitergeführt werden können. Also ich habe ja diese 95 Impressionen von der Reformationsdekade zusammengestellt. Und wenn man sich das im Ganzen anguckt, ist es schon beeindruckend, was durch diese 10 Jahre auch entstanden ist. Wenn man jetzt sozusagen auf das letzte Jahr zurückguckt, gibt es natürlich auch Sachen, die hätten noch spektakulärer, noch schöner, noch inhaltsstärker sein können. Das ist richtig. Aber alles in allem ist es tatsächlich unglaublich, was wir alles erreicht haben, dadurch, dass wir uns mit dem Thema Reformation auseinandergesetzt haben. Und das finde ich schön. Also zum Beispiel sind Reformationskantaten neu geschrieben worden, neu komponiert worden. Das wäre sicherlich nicht passiert, wenn wir dieses Jubiläum nicht begehen würden. Nach dem Gottesdienst kamen die Gläubigen aus der Kirche, begleitet vom Magdeburger Kreis Posaunenchor, um ihrem Gott zu huldigen und sich wohl ihre eigenen Gedanken zum vom Luftballon umwölkten Lutherdenkmal zu machen. Insofern wird auf jeden Fall und kann jeder mit Recht sagen, es fehlt was und es wird auf jeden Fall was fehlen. Aber sich auf 95 zu beschränken, war schon unglaublich schwierig. Also insofern ist das gerade der Impuls zu sagen, gucken Sie es an und finden Sie das, was fehlt und tragen Sie es dazu. Damit ging Luther-Dekade und Luther-Jahr auch in Magdeburg zu Ende und jeder muss für sich selbst die Frage beantworten. 3 Kreuze, dass es endlich vorbei ist, oder die Beschäftigung mit dem streitbaren Mönch hat den Glauben gefestigt oder zumindest etwas dafür getan, die historischen Dimensionen dessen, was wir heute das christliche Abendland nennen, zu erfassen.